Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play von Watch Dogs. Tja, genau, das Spiel, das eigentlich erst so in 2-3 Tagen rauskommt. Ich habe jetzt selber noch gar nicht gespielt und wollte euch das hier jetzt gleich mal zeigen. Starten wir gleich mal ein neues Spiel. Ich bin sehr gespannt drauf, ich warte schon lange auf das Spiel. Schauen wir mal, was hier draus gemacht wird. Ich spiele euch jetzt auf den Standard-Grafikeinstellungen, also ich habe gar nichts geändert. Okay, bin in der Lobby von Melo. Na gut, Aiden. Dann los. Ich häng mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Liebe. Ich greife nur zu, flieg sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Leben. Hörst du dir eigentlich selber zu? Halte dich an den Plan. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Lektor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich war jetzt immer da. Lass bloß die Finger weg. Was für ein ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Maurice, ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Malo-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Der gab den Befehl, komm. Ich sag doch, ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Den verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören.
Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war unter der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann. Auch wenn ich nur wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht. Wer gab den Befehl? Ja. Halte mich doch! Nee. Erinnerst du dich jetzt? Okay. Kann ich den Getränkeautomat wählen oder was? Natürlich. Sehr schön. Was haben wir da? Medizin, nehmen wir gleich mal mit. Chemische Komponenten, wieso nicht? Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße. Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Charlie. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wenn ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefon. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst? Doch, voller Ernst. Bam, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Ich erinnere mich jetzt gerade ein bisschen an Splinter Cell. Habe ich vor kurzem gespielt. Okay. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Eine Tat ohne Opfer.
Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben zwei Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Gangbanger. Verstanden. Wir schicken die Spuri. Sichern Sie Ihre Stellung. Schauen wir mal die Maschine hier an. Alles klar. Da stimmt doch irgendwas nicht. Warum töten die sich gegenseitig? Und warum auch noch ausgerechnet hier? Oh. Sieht nach einem Exempel aus. Moment. Könnte es der Rächer sein? Ist doch genau seine Art von Gerechtigkeit. Was würde ich nicht alles tun, wenn er meine Finger zu kriegen? Kurz weiter. Roger the pole now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching the game from Big B Steel is on this team with 27 steals this series, but Sanova's watching them like a hawk. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Okay, mit Hilfe, come on. Roger's not calling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Gibt's da? Auf, darüber. Wo ist denn deine Kamera? Da. Was zu sehen? Nein, alles ruhig. Schauen wir mal weiter. Da ist ein bekannter Weißer. Das ist ja. Lass uns das mal prüfen. So. Okay, mach mal halblang, Speedy. Wir brauchen dich da unten. Gehen wir weiter. Köder. Gut, jetzt haben wir das auch. Oh, gleich mal mit Heck natürlich. Gut, gehen wir weiter. Tasche ziehen. Okay. Was zum Teufel? Hey, kennt ihr das auch alle? Ich will diesen Ficker im Internet sehen. Gut, ich brauch keinen Ausweis. Mein Lächeln wird zwar nett, es geht aber besser ohne. Okay. Hey Mann, ich hab dir nicht erlaubt, dich zu fotografieren. Jerome Richards. Und es liegt ein Haftbefehl wegen Drogenhandels vor. Das können wir auf jeden Fall verwenden. Mann, das ist doch verrückt, wir haben Rechte! Was haben wir hier? Geld. Schaden. Ben, die Polizei wird gleich den ganzen Komplex anlegen. Ich stecke hier fest, wenn ich nicht für Ablenkung sorge. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der linken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Den nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden. Die Security muss den Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht bei. Schauen wir uns die Cops mal hier an. Wir sind jetzt zensiert natürlich. Hey, gib mir Barry. Ah, sag
ihm, er soll mich zurückrufen. Das ist ein Notfall. So. Wie machen wir das jetzt? Oder? Leute, schauen wir mal hier raus. Aber wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr noch warten auf die nächste Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Ciao, Leute.